Von der Fernfahrerromantik, wie es manche nennen, habe ich nicht viel, weil ich regional fahre. Damit kenne ich mich nicht aus, aber so an sich, fahren ist mein Hobby und Hobby zum Beruf machen ist immer was Schönes. Hi, ich bin der Max, ich bin Auszubildender zum Berufskraftfahrer beim Bauzentrum Mahler und ich nehme euch heute mal mit. Du musst halt darauf achten, dass deine Ladung anständig gesichert ist, dass du eigentlich immer für jede Eventualität daran arbeitest, dass du sagst, ja, lieber schmeiße ich ein Gurt mehr drüber und bin auf der sicheren Seite, bevor ich sage, ja, die 2 Minuten kann ich mir auch sparen. Für den Betrieb Mahler habe ich mich entschieden. Mein Kumpel hat da seine Ausbildung gemacht und der war eigentlich von der Firma sehr begeistert. Ich kann das eigentlich bloß auch sagen, es ist eine tolle Firma. Das ist also, dadurch, dass es ein Familienbetrieb ist, hast du eigentlich ein sehr herzliches Verhältnis. Die Ausbildung läuft rein über Blockunterricht. Du hast jedes Jahr, was hatten wir, 6 oder 7 Blöcke jedes Jahr, a 2 Wochen. Das ist dann deine Schulzeit, da bist du in Mindelheim draußen. Und da lernst du halt dann, bist halt dann ganztags in der Schule, von 8 bis 4. Und die bringen dir dann so alles bei, was du brauchen kannst. Für den Beruf sollte man mitbringen, dass man Interesse an Technik hat, dass man kein Problem damit hat, den ganzen Tag durch die Gegend zu fahren. Sich auch ab und zu mal ein bisschen aufzuregen über irgendwelche Sachen, die nicht ganz so laufen, wie sie sollen. Aber ansonsten, gutes Augenmaß ist noch eine Sache, die nicht schaden könnte. Ich bin glücklich bei der Firma und da will ich auch noch eine ganze Zeit lang bleiben.